Wandern, ob ausdauersportlich gesehen, auf kurzen Teilstrecken oder aber auch mit dem Mountainbike. Es ist immer ein Gewinn für die Gesundheit von Körper und Seele. Jeder wird dabei für sich andere Maßstäbe anlegen. Entscheidend ist jedoch immer die Schönheit des Weges und seiner umgebenden Landschaft. Und da braucht sich der Grimmsteig bestimmt nicht vor anderen Regionen und Wanderstrecken zu verstecken. Wir wollen ihn heute auf der ersten Etappe über 16,7 Kilometer bis nach Hessisch-Lichtenau erwandern und uns dabei an die offizielle Startvorgabe, nämlich Sörwald-Wellerode, halten. Dabei interessieren uns auch die in unmittelbarer Nähe an ihm liegenden Dörfer, denn jedes Dorf mit seiner Geschichte, seiner Einbindung in die Landschaft und seiner wirtschaftlichen Situation ist ein Unikat. Deshalb lohnt sich ein Besuch immer. Das Tor zum Grimmsteig, Wellerode zum Beispiel, wurde erstmals 1351 im Zusammenhang mit einer Urkunde des Klosters Kaufungen erwähnt. Es war zunächst ein rein bäuerliches Dorf, bis man irgendwann erkannte, dass ja der südlich liegende Stellberg Bodenschätze in Form von Braunkohle und Basalt birgt. Zumindest die Kohle bedeutete mit Beginn der Industrialisierung eine neue Einnahmequelle, die seit 1836 sprudelte. Rentabel wurde der Abbau aber erst mit der Fertigstellung der Sörebahn 1912. Mit einer Seilbahn transportierte man sie vom heutigen Stellbergsee, dem alten Tagebau, über den Stellberg zum Bahnhof Wellerode-Wald. Dieser Bahnhof dient heute als Dorfgemeinschaftshaus, denn Sörebahn und Zeche wurden 1967 eingestellt. Aber ein Gasthaus hält mit seinem Namen die Erinnerung zumindest an die Bahn wach. Viele gepflegte alte Häuser und auch die Kirche, die vom Baustil her älter aussieht als sie ist, prägen das Dorfbild. Sie entstand in den Jahren 1901 und 1902. Von diesen schönen Häusern in der Fahrenbachstraße aus ist es nicht mehr weit bis zum Welleröder Waldstadion, Anfangs- und Endpunkt der Grimmsteigwanderung. Der Parkplatz neben den Fußball- und Tennisplätzen ist auch gleichzeitig der Wanderparkplatz für den Grimmsteig, groß genug für mehrere Wandergruppen. Endlich umfängt uns die Ruhe des Sörewaldes und nach ca. 20 Minuten in gemütlichem Anfangstempo, immer der Markierung G nach, sehen wir vor uns einen kleinen Waldsee. Am liebsten würden wir hier schon unser Frühstücksbrot auspacken. So einladend präsentiert sich diese Sitzgruppe im Schatten. Gelegenheiten zum Pausieren ergeben sich aber noch genug. Deshalb laufen wir erst einmal weiter auf schmalen Waldpfaden und Wegen bergan. Das Frühstück muss ja erst verdient werden.
Diese gewöhnlich unverschlossene Tür gehört zum schönen Wattenbacher Waldfriedhof, den man überquert und durch den Haupteingang wieder verlässt. Doch auch Abergläubige sollten die Tür zum Schutz vor marodierenden Wildschweinhorden unbedingt wieder schließen. Der erste Berg ist geschafft und die Hochebene von Wattenbach mit dem markanten Fernsehturm liegt jetzt vor uns. Die eigentliche Wanderstrecke führt vom Friedhof aus über die Straße quer durch die Felder zum Windpark. Empfehlenswert ist aber ein kleiner Umweg über den Franzosentriesch kurz hinter dem Fernsehturm. Hier kann auch endlich die lang ersehnte und verdiente Frühstückspause stattfinden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts ist diese Kreuzung wie ein moderner Verkehrsknotenpunkt ausgebaut worden. Nötig wurde das durch die wachsende Forstwirtschaft in diesem Waldgebiet. Zurück auf den Grimmsteig geht es den Weg rechts an der Hütte vorbei bis zur Straße, die nach St. Ottilien führt, und dann wieder rechts bis zum Waldrand. Das näherkommende Surren der Windflügel bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ungefähr beim ersten Windrad kündigt ein Hinweisschild des neu angelegten Premiumweges 24 die Köhlerhütte an. Den kurzen Umweg kann man ruhig in Kauf nehmen, P24 führt dahinter gleich wieder auf unseren Weg zurück. Dieser Windpark besteht grimmsteiggerecht aus 5 Windrädern mit den märchenhaften Namen Frau Holle, Hänsel, Gretel, Rumpelstilzchen und Schneewittchen. Hier oben mündet auch der Zubringerweg aus Wattenbach auf den Grimmsteig. In Wattenbach, gegenüber vom Gasthaus Waldschlösschen, steht dieses Hinweisschild des Zubringerweges. Kenntnis von Wattenbach hat man seit dem Jahre 1323, als die von Meißenbuchs die Gerichtsbarkeit an die Landgrafschaft Hessen abgaben. Genau wie für Wellerode war der Stillberg seit 1836 Haupteinnahmequelle, als nämlich das Braunkohlebergwerk am heutigen Stillbergsee erschlossen wurde.
Dadurch wurde Wattenbach zum Bergmannsdorf und es entwickelte sich in dieser Zeit zumindest eine starke wirtschaftliche Bindung zu Wellerode. Die Kirche entstand im Jahre 1782, einem Jahr mit überdurchschnittlicher Zuckerrübenernte. Die spiegelte sich natürlich auch im Speiseplan der Arbeiter wider, denn sie beschwerten sich massiv über die einseitige Ernährung. Das mussten sie aber ertragen. Die Wattenbacher bekamen daraufhin den Spitznamen die Rübenesser. Durch seine tiefe Tallage hat man von Westen her den schönsten Blick auf den alten Ortskern. Am Gasthaus zum Sörewald endet unser Dorfspaziergang und bei den Windrädern sind wir dann wieder auf dem Grimmsteig. Vor dem Abstieg ins Müllmischtal nach Quintel interessiert uns aber die Grube des Basaltwerkes, aus der Basalt gefördert wird, der höchsten Ansprüchen genügt und von dem auch noch genügend vorhanden ist. Der P24 leitet uns wieder auf einem kurzen Stück hin und zurück. Überwältigend ist der Blick in die Grube, wenn man hier oben am Rand steht. Es ist fast so wie der Blick in einen Vulkankrater. Die Rekultivierung erfolgt hier übrigens Zug um Zug. Der bereits ausgebeutete Südteil der Grube wird nach und nach wieder mit Abraum verfüllt. Jetzt geht's aber talabwärts in Richtung Quendel. In der Grundmühle bei Quendel haben wir uns nämlich zum Essen angemeldet. Die schönen Waldwiesen und Lichtungen haben diesen trockenen Sommer, der der Natur sehr zusetzte, ganz gut überstanden. Da erstaunt ein so viel Wasser führender Bach, der bei näherem Hinsehen das trübe, abgepumpte Wasser der Basaltgrube vor der Grundmühle in die Müllmisch leitet. Es dauert nicht lange und man steht vor dieser früheren Mühle, heute Gaststätte des idyllischen Campingplatzes. Hier befinden wir uns schon auf Hessig-Lichtenauer, genauer gesagt auf Quendeler Boden. Schon im Mittelalter lag Quendel zwischen zwei bedeutenden Handelsstraßen, im Süden dem Selzer Weg und der Franzosenstraße, die auch den östlichen Ortsteil berührt. So umgeht auch der Grimmsteig den Ort nördlich.
Gwendel, von dem wir seit 1321 wissen, gehörte seit dieser Zeit verwaltungsmäßig zu Spangenberg, kam dann im 16. Jahrhundert im Tausch zu Hessisch-Lichtenau, dem es heute noch zugehört. Der Mittelpunkt eines Dorfes ist fast immer die Kirche. In Gwendel ist das nicht erst seit 1817 so, denn die in diesem Jahr gebaute Kirche wurde offensichtlich auf den Grundmauern einer Vorgängerkirche errichtet. Nach dem Rundgang durchs Dorf gehen wir wieder zurück zur Grundmühle und haben auch schnell das Wanderzeichen G entdeckt. Ein Blick zurück ins Tal mit den wunderschönen Waldwiesen, dann muss wieder eine Bergstrecke überwunden werden. Hier oben auf der Höhe treffen wir auf die Franzosenstraße, die südwestlich an St. Ottilien vorbeiführt und auch gleichzeitig Zubringer zum Grimmsteig ist. Ein Besuch des Hugenottendorfes St. Ottilien ist in jedem Falle empfehlenswert. Denn Landgraf Karl siedelte hier im Jahre 1699 14 aus Frankreich geflüchtete Familien an und ließ für sie sogenannte Portionshäuser bauen, ausgestattet mit einem Stück Land hinter jedem Haus. Wir sind wieder zurück an der Stelle, wo der Grimmsteig auf die Franzosenstraße einbiegt. Die Baumartenallee mit dem schönen Rastplatz ist wohl diesem langgedienten Förster und der Gemeinde Gwendel zu verdanken. Nach kurzer Zeit fällt eine Baumgruppe mit vielen Sitzbänken ins Auge. Bei näherem Hinsehen erkennt man auch ein Steinkreuz auf einem Sockel. Es ist das Schwedenkreuz. Eine Tafel besagt, dass es unweit von hier gefunden wurde. Sonst sind seine Bedeutung und Herkunft ungewiss. Hundert Meter weiter knickt die Franzosenstraße rechts nach Gwendel ab. Der Grimmsteigwanderer geht aber geradeaus und blickt noch einmal zurück auf das Dorf, um dann die letzten Kilometer seiner Wanderung zu genießen.
Nach der Überquerung der Landesstraße, die nach Fürstenhagen führt, stößt ein Alleeweg wieder auf die von Quendel kommende Franzosenstraße mit dieser einladenden Sitzgruppe an der Kreuzung. Linksseitig liegt Fürstenhagener Gemarkungsgelände, von dem aus unser Wandergebiet gut zu sehen ist. Der Filzbrocken mit dem Hinweis auf die Ersterwähnung Fürstenhagens markiert wieder den Grenzeckpunkt zu Lichtenau. Hier endet auch der Weg von Fürstenhagen zum Grimmsteig. Ein Blick von oben offenbart, das Neubaugebiet von Hessisch-Lichtenau hat schon fast Fürstenhagen erreicht. Der Feuerlöschteich direkt hinter dem Grenzstein ist wieder ein idyllisches Plätzchen für eine Pause. Zum Baden ist er allerdings für Hunde besser geeignet als für uns. Das nächste Zwischenziel ist der Parkplatz an der Landesstraße nach Günsterode. Hier spürt man schon die Nähe zu Hessisch-Lichtenau. Neben der Sitzgruppe mündet der Selzer Weg, eine uralte Handelsstraße, die von Süden her bis nach Bad Soden-Allendorf führte. Der Grimmsteig folgt ihr bis zum Ende unserer heutigen Etappe. Das Ende dieser Etappe und auch das Ziel der nächsten, der Hohe Meißner, kommen an der Hansenhütte schon in Sichtweite. Diese Ausblicke nach einem Tag voller Eindrücke und auch körperlicher Anstrengung lassen schnell alle Strapazen vergessen. Man möchte einfach nur noch sitzen bleiben und genießen. Selbst wenn dieser Wandertag zu Ende geht und die Knochen müde sind, ist es ein Muss, die einzige Stadt, die der Grimmsteig berührt, zu besuchen. Wie alle Städte und Gemeinden, so ist auch Hessisch-Lichtenau nach dem Zweiten Weltkrieg stark gewachsen. Die Neubaugebiete scheinen sich immer weiter auszudehnen, der eigentliche alte Ortskern ist schon gar nicht mehr auszumachen. Kaum einer möchte mehr in den alten Gemäuern der Altstädte wohnen, und doch interessiert sich kein Mensch für die Neubauten, sondern jeder sucht das alte, geschichtsträchtige, wenn auch etwas morbide Stadtbild. So sucht man auch hier wie überall fieberhaft nach einer Lösung, um diese alte Innenstadt wieder attraktiv zu machen, um wieder neues Leben einziehen zu lassen. Lichtenau, das Tor zum Frau-Holle-Land, ist inzwischen eine Kernstadt mit über 12.000 Einwohnern und 12 Stadtteilen geworden. Die Altstadt entstand mit ihrer Befestigungsanlage 1283 bis 1289. Sie wurde damals erstmals unter dem Namen Lichtenove erwähnt. Die Herren von Meisenbug aus Retterode hatten hier ihren Junkerhof.
Obwohl in der Stadt immer wieder vieles zerstört und abgebrannt wurde, man baute es anschließend wieder auf. Das Rathaus, im Dreißigjährigen Krieg zerstört, wurde 1656 wieder aufgebaut. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert ebenfalls. Die Grabplatte der Agnes von Meysenbug aus dem Todesjahr 1619 erinnert im Turmraum der Kirche stellvertretend an die Herrscherfamilie dieser Zeit. Die sehenswerte Altstadt von Hessisch-Lichtenau ist der Endpunkt der ersten Grimmsteig-Etappe und gleichzeitig auch das Ende unseres heutigen Wandertages. Sollte man Lust auf mehr bekommen haben, dann warten noch 4 weitere Etappen in ähnlich schöner Landschaft darauf, erwandert zu werden.